Zeit, Boltax, ich habe eine weitere Frage an eure Angram-Kenntnisse. Natürlich. Wie übersetztet ihr Radosch Brosch? Radosch Brosch, leicht übersetzen. Ein Fels, der eine gewisse Kälte, eine gewisse Kühle ausstrahlt. Aber dafür haben wir doch die Vokabel Batangre, oder nicht? Batangre ist das kalte Gestein oder das kalt fließende Gestein. Das kalt fließende, es ist. Radosch steht doch eher für Verräter. Ist Und nicht. Radosch Brosch wäre dann der Verräter im Gestein oder der Verräter im Fels. Ansonsten müsste man die Vokabel Batangre benutzen. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Mein Angram ist nicht so gut wie, vielleicht auf einem ähnlichen Level wie das von Herrn Eldan Gorbas. Batangro. Euer Punkt ist nicht falsch. Das Problem bei Angram ist gar nur, dass man auch beim Schreiber nicht von perfekten Kenntnissen ausgehen kann, weil die Sprache so kompliziert ist. Und die Problematik ist ja auch die Wechselwirkung mit den anderen Zeichen und Piktogrammen. Warum Meistens schreibt ihr ist dann eigentlich nicht auf irgendetwas, das man leichter versteht? Wenn ihr es doch selber Sprache. nicht mehr so genau verstehen könnt. Ja, weil es die heilige ursprüngliche Sprache ist. Es ist. Und die ursprüngliche Sprache unseres Gereti sind auch die Eltern, die imperialen Zeichen, nicht wahr? Ja, tatsächlich. Und dieses Auri irgendwas. Und trotzdem schreiben wir damit nicht mehr. Angram wurde den Zwergen von ihrem Herren selbst übergeben. Aus Genau. Glimmen, Glut und Reusigrauch, aus Goldenglanz, aus Flackerflammen. So sieht es aus. Das macht es natürlich anders. Nun, und ihr müsst ja auch verstehen, innerhalb der Zeichen selbst ist es eine Art Prüfung des Geistes, die darin versteckt sein mag, zu ergründen. Denn es ist etwas, das uns von Angrosch geschenkt ist und damit nicht für einen jeden Sterblichen so einfach zu begreifen. Sehr kompliziert. Die Sprache ist eigentlich nur gut zu verstehen, wenn man den Schreiber kennt. Jeder Schreiber ist ein bisschen anders in der Wortwahl, in der Zeichensetzung. Zentimeter bei der Größe der Zeichen machen riesige Unterschiede. Das ist richtig. Und ihr dürft nicht unterschätzen. Priesterschaft ist Angros. Und sie ist diejenige, die den Hauptzugriff auf die entsprechenden Wildschriften hat. Seelen, die in Angros wesentlicher und göttlicher Gnade Orlosch verblieben sind. 49 an der Zahl. Bedeutendsten Geheimnisse, die uns bergischen Gemeinschaft jemals auferlegt worden sind. Und selbst die Priesterschaft nun hat gelinde gesagt Probleme damit, ihre Bedeutung in der Gänze auszumachen. Es ist eben nicht einfach, eine Prüfung. Das scheint mir eine sehr nandersgefällige Gabe zu sein für euren doch sehr geradlinigen Schöpfer. Also, wenn ich das richtig zusammenfassen darf, dann ist das hier nicht die Binge von Aradolosch, sondern die von Dunkashom. Das ist richtig. Vielleicht erfüllt sie auch ihren Zweck, aber wir müssen uns überlegen, ob wir an diesen Steinen vorbeikommen. Selbst wenn man die Tore, wenn man einen Öffnungsmechanismus finden würde, dann würden die Steine immer noch dafür sorgen, dass man sie nicht aufdrücken kann. Ja, natürlich. Guckt einmal dort. Dort ist ein kleines Ausfalltor. Der Karren würde wohl hindurchpassen. Ach da, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, bergische Tore sind für das ungeübte Auge nicht unbedingt zu sehen. Woltax, ich habe etwas gefunden. Ich komme so mit so einem Zettel wedelnd aus der Mühle wieder raus. Was habt ihr gefunden? Erzählt. Zeichen dort an der Wand. Ach so, ja, die haben wir auch schon gesehen. Und was bedeuten sie? Nichts Gutes. Und die Interpretation ist faszinierend, aber mir könnt ihr mir mal eure Interpretation zeigen. Ich habe nur die Runen abgemalt. Ich kenne die Runensprache nicht. Sie ist mir fremd. Aber hier, gern. Also haben wir uns Zeit verschwendet. Was habt ihr rausgefunden in der Zwischenzeit? Wir sind in einer tiefen Diskussion über das Angramm. Möchtet ihr euch beteiligen? Es ist faszinierend. Ja, es ist sehr interessant. Nun, Abelbier, das dürfte euch doch bestimmt auch interessieren. Es ist eine Art, wie sagtet ihr, nandosgefälliges Rätsel. Interessant. Ich gucke einfach nur total verwirrt zu Isarun und Jalan. Was bedeuten die Zeichen denn nun?
Eldan, ihr hattet so eine schöne Übersetzung. Wollt ihr oder soll ich? Ich würde euch doch gar den Vortritt lassen. Ihr seid als Zwerg ja doch eher der Experte. Nun, entweder scheint es eine Art Hilferuf oder eine Warnung zu sein. In diesem kalten Fels oder in diesem von Verrätern getränkten Fels wird über einen Feind gewacht, der im prächtigen Tiefensitz beständig wartet. Das könnte man entweder so sagen oder nun, dass dort ein prächtiger Sitz tief und beständig verharrt und von Feinden belagert wird. Beides ist theoretisch möglich. Könnte es ein Symbolismus sein? Nun, ja, es sind Piktogramme, also es ist in der Regel davon auszugehen, dass es ein Symbolismus ist. Nein, ich meinte mit dem Prächtigen, der in der Tiefe wartet. Es könnte ein Symbol für Gold sein, für etwas Wertvolles. Es könnte jemand sein. Nein, ein prächtiger Sitz ist in der Regel eine Halle, ein Thronsaal, ein Ort, an dem man gerne ist, ein heimeliges, aber trotzdem prachtvolles, zwergisches Konstrukt. Voltax, hört mir zu, es regnet, es ist dunkel und wir sollten so oder so uns etwas überlegen, wie wir die Nacht verbringen. Was seid ihr davon, wenn ihr das Ausfalltor öffnet für uns und wir uns dann erstmal dort hinlegen? Dann kann man immer noch überlegen, ob man die Binge durchquert oder nicht. Das klingt vernünftig. Dann sind wir wenigstens nicht mehr im Regen und es ist ein bisschen wärmer. Ja. Woran sind die Zwerge dann gestorben? Das konnten wir nicht sagen. Tatsächlich vermute. Selbstverständlich haben wir uns angesehen, Abelmir. Es sind keine Kampfmerkmale zu sehen. Deswegen, ich vermute tatsächlich, dass die Zwerge sich selbst gerichtet haben. Kam es von außen oder von innen? Was es? Die Klinge, der tödliche Schlag, was auch immer. Nein. Ist der Wundrand ausgefranst? Nein, Abelmir, seht sie euch an. Nicht. Schaut euch mal an, die sind vermodert und verfault. Es gibt kein Fleisch mehr. Ist der Knochen an der Stelle gebrochen? Wie ist der gebrochen? Lass mal Anatomie würfeln. Ich würde behaupten, sie sind ausgeblutet, wenn man das ganze Blut an der Wand denkt. Doppel 1. Ja, aber mir kniet sich ab. Savo wird sie ihm ebenso nachtun und dann noch einmal in Richtung von Boltax deuten. Boltax öffnet die Tür. Ja, ich mache ja schon. Oh, keine Geduld, diese Menschen. Ist der Weg, ich schau mal, wo Boltax langläuft, ist dieser Weg bis da hoch mit dem Karren gangbar? Ja, definitiv. Also das ist wie gesagt so ein kleines Tal. Es ist hier sowieso alles sehr schwierig, durch die Wildnis durchzukommen. Gerade mit den Bäumen. Es gibt hier keine Straße, nur so einen modrigen Weg. Aber da kommt man hoch. Und selbst durch dieses Ausfalltor könnte man immer noch einen großen Karren durchziehen oder schieben. Wenn ich jetzt sage, kleines Ausfalltor, du musst es dir vorstellen, dass dieses große Drachentor, da kann man, das ist quasi so groß wie eine Paiosakrale. So groß ist das ganze Ding und daneben diese kleine Ausfalltor, wie gesagt, für das normale Auge so nicht zu erkennen, aber wenn Boltax da eben drauf deutet mit seiner Zwergennase dann direkt gefunden, beziehungsweise mit seinen zwergischen Augen, die Dunkelsicht dann haben, also da kannst du dann auch sehen, aber ja, es wird dann immer noch wohl 3 Meter groß sein. Uff, ja gut. Ja, ich gehe dann zu dem Ausfalltor hin und würde es ganz behutsam öffnen, mir die Zeit lassen, die ich brauche. Dann kommen wir zu dem ersten Rätsel. Du kannst erkennen, wie es wohl eine Symbolscheibe gibt, die Tafel der Alten, wo mehrere Pfeile, Linien und Zacken in eine Richtung gehen und es vier verschiedene Knöpfe gibt, die wohl einen Mechanismus darin beinhalten. Man müsste jetzt die richtigen Zeichenfolge drücken. Oh, ein Rätsel. Das ist von außen ansonsten nicht zu öffnen, nur von innen. Ja, ich würde mich dann mal umgucken und kurz nachdenken. Wer könnte denn Spaß an so einem Rätsel haben? Dann würde ich Abelmir, Isaruhn und Eldan Gorbas herbeifinden. Oh, schaut einmal her. Ich möchte euch etwas zeigen. Oh, das ist ja hübsch. Tolle Kunst. Interessant. Ja, nicht wahr? Ja, als Faszinierend. Ein zwergischer Verschlussmechanismus für das Tor. Habt ihr sowas Schönes schon einmal gesehen? Moment mal, das ist ein Mechanismus? Ja, selbstverständlich.
Nein, sowas habe ich noch nie gesehen. Boltax? Ja? An den Zwergen, habt ihr euch sie genau mal angeschaut? Hier sind einige Kristalle. Sowas habe ich noch nie gesehen. In Zwergen? Kristalle gefunden? Zeig da mal her. Hier, seht ihr, an den Füßen und deinen Schuhen. Ja, ihr kümmert euch um das Rätsel. Ich schaue mir die Kristalle an. Das machen wir so. Bin gleich wieder da. Ja, dann würde ich mal mir die Kristalle anschauen, die Abinir mir beschrieben hatte. Du siehst ja so eine Kruste aus Kristallen anscheinend unter den Füßen. Mhm. Die Kristalle sind über 2 Fingernägel groß, also so, ja, groß, relativ. Was sind das für Dinger? So sahen eure Kristalle im Keller nicht aus. Das ist in der Tat eine ganz andere Form von Kristallen. Wir sollten sie mitnehmen, oder? Mindestens 1-2 davon vielleicht. Du darfst mal ja Kristallogie würfeln, wenn du möchtest. Kristallzucht meinst du? Genau, oder Sagen und Legenden plus 10. Mach ich doch meine Kristallzucht. Nicht gut, ne? Willst du die 20 chippen? Bringt das was? Die ganze Probe? Ich hab Kristallzucht halt nur auf 7. Ja, würfel. Also, Idee, du könntest die 20 nochmal neu würfeln. Ah, aber ich glaube, ich werde den Chip wahrscheinlich heute noch für was anderes brauchen. Mir sind die Kristalle auf der anderen Seite aber auch nicht ganz geheuer, wenn die wirklich aus der Sohle herauswachsen. Würde ich sie erstmal mit meinem Dolch versuchen zu lösen. Hier, ich habe diese kleine Täschchen. Nee, pack sie da rein. Also ich würde versuchen, sie nicht anzufassen, während ich sie Täschchen buxiere. Gut, das heißt, du möchtest sie nicht mit den Fingern berühren? Genau. Mhm, gut. Ja, dann könnt ihr euch auf alle Fälle die Kristalle in einen kleinen ledernen Umschlag tun und dann zu den anderen aufschließen, wenn ihr mögt. Hat natürlich so ein bisschen gedauert, aber zumindest habt ihr Kristalle gefunden, die dann nicht hingehören. Boltax, sie haben sich selbst erhängt, anscheinend, wie es aussieht. Keine Fremdeinwirkung. Warum immer die das getan haben. Vielleicht waren sie da. Vielleicht wollten sie nicht mehr leben. Ja, oder sie waren von etwas der Mächtigen sehr verwirrt. Besessen? Ja, möglich, aber es ist schwer, einen Zwerg zu verzaubern oder gar zu besetzen. Also. Vielleicht haben die Kristalle etwas damit zu tun. Ja, oder sie haben etwas Falsches gegessen, etwas Böses gegessen. Auch das soll hin und wieder vorkommen. Ja, Boltax, du kennst natürlich die Sagen und Legenden von Angroschka Boschradosch, aber auch das ist etwas, was man Menschen nicht erzählt. Angrosch wirre Steingedanken. So musst du aber mir im Unglauben lassen. Ja. Und, habt ihr schon in der Scheibe gedreht? Also ich glaube, es ist die letzte, aber ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Es ist ein Rätsel der Alten. Müssen wir vielleicht einfach nur die Farben miteinander kombinieren? Ist eine Farbenkombination und die Linien müssen, glaube ich, verbunden sein zu den äußeren Symbolen. Also schaut in der Mitte, die Scheibe hat ein Gesicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das Gesicht ob das Gesicht gerade sein muss und dann dreht man den äußeren Kreis oder ob der äußere Kreis feststeht, das habe ich noch nie verstanden. Das heißt, wir doch nur einmal den äußeren Kreis zu drehen. Bevor ihr irgendwas macht, was bedeuten diese Symbole, Runen auf dieser Scheibe? Wie sollen wir das wissen? Ich vermute, es ist Angram. Ist es Angram? Ja, es ist Angram, ja. Das sind Angram-Zeichen. Die stehen ja, Elemente bzw. Aspekte zwergischen Zusammenlebens. Nun, Boltax, ich nehme mal, ihr habt so etwas schon mal gesehen. Was wird passieren, wenn wir jetzt daran drehen und es falsch ist? Erste Frage, habe ich sowas schon mal gesehen? Ja, das sind Sicherheitsmechanismen von Zwergenbingen. Wirst du sicherlich schon gesehen haben, aber bisher noch nie gebraucht, weil die Bingen nie verlassen waren. Okay, und was würde passieren, wenn man dran dreht und es falsch ist? Wenn du auf den falschen Knopf drückst oder die falsche Reihenfolge drückst, dann bleibt die Mine verschlossen und das wohl
für eine gewisse Zeit. Also irgendein Sicherheitsmechanismus, irgendwelche Sandsachen, die da auf der inneren Seite ablaufen, bis dann das Ganze wieder sich zurückgesetzt hat. Und das kann gerne mal, kommt auf die Binge an, das kann Stunden dauern, das kann Tage dauern. Aber wenn du dieses, wenn du beim ersten Mal versagst, dann wird auf alle Fälle dieser Mechanismus erstmal außer Kraft gesetzt. Also es gibt hier keine Giftfallen oder sowas, sondern einfach nur Zeit. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Das ist eine temporäre Außerkraftsetzung. Was heißt temporär? Ein Tag? Ein Jahr? Ein Jahrzehnt? Ja, ein Jahrzehnt wäre jetzt etwas übertrieben. Und ich möchte auch nicht mal einen Tag lang in einem schlecht übersehbaren Tag sein. Nein, es ist auch kein Tag. Vielleicht sollten wir diese Runen erstmal abmalen und die Linien darauf, um mit einem Stück Pergament zu experimentieren, bevor wir nun ja tatkräftig zu Werke gehen. Ich weiß nicht. Dieser Runen. Könnt ihr nicht einfach ein Loch in die Tür sprengen? Naja, eigentlich ja. Ich denke aber, dass das so dick gemacht worden ist, dass ich da mit einem Desintegratus nicht hinkommen werde. Versuchen wir doch einfach das erste einmal die Scheiben zu drehen und schauen, ob die auch funktioniert. Wie wäre es, wenn wir erstmal Papier dies durchführen, diesen Test? Ich stimme aber mir zu, wir sollten diesen Test. Ja, aber erstmal sollten wir doch wissen, was überhaupt geht, oder nicht? Nun ja, wenn wir die Rune abzeichnen und zuordnen, was sie bedeuten, gibt es eine Symbolik für Farben? Ich bin tatsächlich nicht sicher, ist die äußere Scheibe die, die man drehen kann, oder die innere? So wie es aussieht, die innere nur. Die beiden inneren. Wirklich? Kann man die beide drehen? Ja, wollen wir es nicht einfach ausprobieren, anstatt hier rumzurätseln? Nun gut, aber seid vorsichtig. Also du kannst sie gar nicht drehen. Du kannst nur die Knöpfe drücken. Also. Und man richtet sich nach der inneren Scheibe oder nach der äußeren Voltax? Nun, das hängt vom jeweiligen Mechanismus ab. Das war wenig hilfreich. Ja, ich weiß. Kann ich mir das genauer angucken mit Mechanik? Du kannst es dir mit Mechanik angucken, klar. Warte einen Moment. Da möchte ich auch mal mein Glück versuchen. Ja, ich luge mal auf diese Scheibe. Ja, also der Mechanismus wird euch sicherlich klar werden, was da auf der Hinterseite dann abläuft. Also wie ein ganz normales Schlüsselschloss könnte man da in der richtigen Reihenfolge dann Zeichen drücken, sodass dann da Stifte einfahren an den richtigen Stellen und am Ende wird es dann entweder klicken oder gar nichts passieren, weil der Stift einfach zu lang oder zu kurz war. Und das ist jetzt einfach ziemlich wichtig, dass man auf die richtigen Scheiben drückt. Und dadurch, dass es von der Reihenfolge her auch nicht möglich ist, die zu tauschen, zu permutieren, müsste man sich jetzt einfach Gedanken machen, welche von den gelben, blauen oder roten Linien auf die drei Zeichen deutet. Also wenn man versucht, das ein wenig zu drehen, dann, ich denke, die roten Linien sind definitiv raus. Sie passen nicht aufeinander, wenn man die Scheiben drehen könnte. Die blauen ebenso wenig. Also müssten es die gelben sein, oder? Wenn man die obere linke nach eins nach rechts dreht, dann sind blau und gelb übereinander. Oben links. Wie? Was? Oben links, blau und gelb einmal nach rechts drehen um 15 Grad, 30 Grad. Ist eure gedrehte Scheibe so? Ich glaube nicht, dass du blau auf gelb drehen sollst. Ich denke, man soll es eher so drehen, dass alle Linien von einer Farbe übereinander sind und schauen, welche der denen überhaupt zusammenpassen, oder nicht? Nun, ich denke, wenn wir das Gesicht in einer entsprechenden Ausgangsform drehen würden. Das sagte ich ja schon. Wahrscheinlich sollte man das Gesicht gerade drehen und dann versuchen, zu sehen, welche der Linien darauf passen. Und diese Linie dann folgen lassen zu den jeweiligen Zeichen. Nun, ich würde danach ausrichten, ob es überhaupt eine Linienführung angemessene Kombination gibt. Wie gesagt, ich würde jetzt behaupten, die gelbe passt aufeinander. Und wenn man der gelben dann folgt, dann wären diese drei Zeichen. Also. Auf welches deutest du? Auf das dritte. Das dritte. Wenn ihr die gelben Linien folgt,
Achso, Abelmir hatte, wie gesagt, der dementsprechend schon einmal so ein kleines Blatt Papier rausgeholt und dann den inneren Kreis abgepaust, damit man dann eben zumindest dieses abgepauste Blatt Papier drüber halten kann. Also das funktioniert auf alle Fälle schon mal, aber der zweite äußere Ring, den hattet ihr jetzt bisher noch nicht weitergedreht und dementsprechend ist das die einzige Hilfe, die ihr von ihr bekommt. Nun, das Gelbe sieht in der Tat so aus, als wäre es. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Blaue war ich kurz am Überlegen, aber ich denke nicht, dass es genau passt. Ich glaube, seht einmal, das Rote kann auf keinen Fall passen. Das Rote passt auf keinen Fall. Da ist der Abstand an dieser Stelle hier. Und er würde weder mit diesem Abstand noch mit diesem Abstand beieinander gehen. Das Blaue passt der obere nicht ganz, wenn man es. Oder der untere, je nachdem, es passt nicht ganz. Genau. Das hat also müsste man gelben. Jetzt ist halt nur die Frage, ob man das Gesicht dreht oder nicht. Und nun, da es ein Gesicht ist und man es ausrichten kann, würde ich schon sagen, dass man es richtig dreht, oder? Ja. Ich denke tatsächlich auch. Gelb wird die vermutlich richtige Antwort sein. Dann würde ich vorschlagen, wir drücken den entsprechend die Reihenfolge der drei Zeichen. Richtig. Das scheint mir auch am logischsten. Aber in welcher Reihenfolge? Die Reihenfolge ist egal. Okay. Steht das in Angaben darunter? Nein, aber das weiß Boltax. Sollten wir nicht vielleicht von jeder Farbe eins drücken? Nein. Also, es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge wir es drücken. Es müssen nur die drei zusammenpassenden Zeichen sein. Ja, dann drückt sie, Boltax. Ich sehe da sonst keinen anderen Sinn. Gut, dann zuerst das Zeichen Schrom. Der Pilz. Tut mir leid. Alles in Ordnung, Kialan? Ja, verzeiht. Ich habe mich ein wenig verschluckt. Bin nicht so schlimm. Und dann die anderen beiden Zeichen und tack und tack und mal gucken. Es klickt und die Tür öffnet sich einen halben Millimeter. Ah, Kiaras, ihr seid ein wahrer Rätsellöser. Danke. Ich versuche mal so ein bisschen das aufzudrücken. Ja, du kannst es aufziehen. Die Tür öffnet sich nach außen, okay. Ist wie gesagt eine Ausfallpforte. Und dann könnt ihr die Luft schmecken, die euch entgegenkommt. Es riecht nach Staub und Eisen in der Luft und nach ziemlich leeren Hallen. Bevor wir hineingehen, Boltax, wie sehr ist dein Volk geneigt, Fallen zu bauen? Nun, das kommt ganz darauf an. Also, könnten wir eventuell das Pech haben, dass zwei Speere durchbohren? Nein, ich glaube nicht, das hier ist ein Ausfalltor. Oder vergiftete Pfeile. Nein, es ist unwahrscheinlich, dass das Ausfalltor durch Pfeile oder Speere geschützt wird. Oder riesige rollende Kieselsteine. Oh, riesige rollende Kieselsteine, das machen wir sehr gerne, natürlich. Wir Zwerge gehen hier einfach durch die Steine hindurch. Jaras, also wirklich. Ihr geht durch Steine hindurch. Ja, ich, aber ich bin doch nicht mein ganzes Volk. Ah. Also gut. Am Drachentor werdet ihr auch Fallen treffen, natürlich, die sind für die Drachen. Das ist ja ganz logisch. Aber hier, das ist ein Tor für Zwerge. Da werden wir nicht auf Fallen treffen. Ich hoffe, dass Drachen für Fallen auch bedeutet, dass sie nur für Drachen auslösen. Ach, dann gehen wir mal hinein. Ich nehme dann meine Halskette mit dem Gwenpyl ab und halte das nach vorne und gehe voraus. So könnt ihr die eiskalten Mauern der Binge betreten, die nicht Aradolosch ist, sondern älter. So könnt ihr endlich dem finsteren Regen und der Nacht entkommen und euch in die Binge zurückziehen. Hier gibt es auch einige Zeichen, die Boltax wieder lesen und erkennen kann und sie deuten wieder wohl auch auf das, was du bereits schon weißt. Was du allerdings den Menschen nicht offenbaren solltest. Werde ich auch nicht tun.
Ihr könnt an den Schießständen vorbeilaufen in Richtung des großen Drachentores, der Eingangspforte, die ihr schon gesehen hattet, die allerdings von außen verschlossen war, an einer großen Zugwindenbrücke vorbei, die wohl auch gekappt worden ist mit den langen Kettengliedern aus Eisen oder anderen magischen Metallen, vor langer Zeit schon gekappt wurde, also auch wieder vor sicherlich 10 Jahren, sodass man dann auch hier schon die Vorkehrung getroffen hat, dass sich diese großen Eisenpforten nie wieder öffnen. Ja, ihr könnt noch weitere Schießstände erkennen mit den dazugehörigen Armbrüsten. Es gibt auch einige Sehnen noch, die wohl noch intakt sind. Also selbst über die 10 Jahre, die sie wohl gespannt sind, haben sie keinen Millimeter nachgegeben, bis ihr dann an dem Drachenpforten vorbeigehen könnt in einer der großen, ja, Empfangshallen. Das ist keine richtige Markthalle, aber Beutax, dir fällt auf, dass es wohl nicht ganz Zwergengröße hat oder keine normale Zwergengröße, sondern dass hier wohl auch für Trolle gearbeitet worden ist. Zumindest geben das auch die zwergischen Angram-Runen wieder, dass man hier gemeinsam mit den Trollen sich eine Binge gebaut hat. Zumindest jetzt hier gerade, du erkennst es, links und rechts gibt es dann den Abgang zu den Sippenstollen. Die sind allerdings auch für Trolle gefertigt worden und nicht für Zwerge. Also die Zwerge werden sicherlich ihre Sippenstollen im weiteren inneren Teil des Berges haben. Wir haben vielleicht noch eine ganze Tagesreise, die man dann durch den Berg hindurchgehen müsste, bis man dann zu der jeweiligen Unterbringung kommt. Aber das ist zumindest ein erster kleiner, ja, Gastsaal, den man dann benutzen könnte, um hier die Nacht zu verbringen. Nun, ich denke, wir sollten hier übernachten. Wir sehen die beiden Eingänge von hier aus. Genug Räumlichkeiten. Sippenstollen. Nach einem guten Ort aus. Was meint ihr? Ja. Wir können sicherlich alle die Ruhe vertragen. Nun ja, für irgendetwas hat diese Inschrift ja gewarnt, aber dieser Ort ist ganz gut zu verteidigen. Ich denke, wir können es riskieren. Ich bin auf jeden Fall erleichtert. Ich hatte schon befürchtet, wir müssen uns die ganze Zeit bücken. Wieso denn das? Also, nun, wir sind ein wenig größer als ihr. Ja, aber wart ihr noch nie in einem ordentlichen Stollen gewesen? Von Zwergen angebaut? Dann habt ihr etwas verpasst. Nein, ich war nur einmal in einer alten Achras-Ruine. Pfui, als ob die Bergbau betreiben können. Ich bitte dich. Kannst sie einen haben sich in einen Vulkan hineingegraben. Ah. Mit ihren bloßen Klauen wahrscheinlich. Unzivilisiertes Echsenpack. Ah.